Bei uns ist jetzt aus dem Carnegie-Zentrum in Moskau der Leiter der Abteilung Innenpolitik, Andrei Kolesnikov. Erste Frage: Kann man vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Putins Besuch in St. Petersburg und der Explosion in der U-Bahn? Ich glaube nicht, dass die Terroristen nach dem Terminkalender des Präsidenten richten. Dies ist natürlich eine Hypothese, aber da würde man sie, glaube ich, überschätzen. Это, конечно, допущение, но мне кажется, что это уж слишком тонко было бы для них. Warum geschah das genau in diesem Moment? Warum sind die Terroranschläge in Nizza, Brüssel oder München passiert, wie sie passiert sind? Warum nicht an irgendeinem anderen Tag? Das ist Terroristenlogik. Oder vielmehr das Fehlen von Logik. Ich glaube nicht, dass Terroristen in St. Petersburg klüger oder anspruchsvoller sind als in Brüssel oder Paris. Sie alle haben ihre eigene Logik. Aber ich glaube nicht, dass es eine direkte Verbindung zu politischen Ereignissen gibt. У каждого своя логика, и мне не кажется, что это привязано к строго политическим событиям. Russland war zum letzten Mal im Jahr 2013 Angriffsziel. Was in St. Petersburg passiert ist, sah aus wie eine sehr gut geplante Operation. Was sagen Sie dazu? Ist das ein Trend oder eine neue Ausgangslage? Es gibt keine neue Sachlage. Gerade diese Ruhe hat sich aber jetzt als Illusion herausgestellt. Lange sah es so aus, als wären wir bei den globalen Prozessen außen vor, als ob sie nichts mit uns zu tun hätten und als wäre unser Inlandsgeheimdienst FSB der beste der Welt. Diese These ist jetzt zusammengebrochen und der Vertrauensvorschuss für den FSB, der kürzlich noch zugenommen hatte, eben weil die Menschen Angst hatten vor Terrorismus, wird wahrscheinlich schwinden. Aber noch einmal, das sind nur Vermutungen. Und wie reagieren die Menschen in Russland? Ich meine, in der aktuellen politischen Lage ist das Vertrauen in die Regierung sehr hinfällig. Die Krim-Euphorie könnte kippen. So könnten Vertrauen und Zustimmung für die Regierung sinken. Wir sprechen hier nicht über Putins Rating. Er ist da irgendwie außen vor. Er ist ein Symbol für Russland, kein normaler Mensch. Aber die Wertschätzung der Regierung könnte nach unten gehen, da die Regierung zwar ihre eigene Sicherheit garantieren kann, aber nicht die Sicherheit der Menschen. Vielen Dank, das war der Spezialist für Innenpolitik am Moskauer Carnegie-Zentrum, Andrei Kolesnikov.